E-Bike-Akkus sollte man auf jeden Fall im Inneren bei trockenen Bedingungen lagern. Und das muss nicht unbedingt bei Raumtemperatur sein. Besser wäre unter Raumtemperatur, aber natürlich nicht bei Minusgraden, weil das wiederum die Zellen beschädigt. Der Ladezustand beim Einlagern sollte zwischen 40 und 70% liegen. Da fühlt sich ein Akku wohl, wenn er gelagert wird. Man sollte den Akku grundsätzlich alle 2 Monate laden, also wenn man ihn jetzt über den Winter einlagert, dass man auch alle 2 Monate irgendwie mal nochmal den Akku voll lädt und bis zu diesen 40 bis 70% Ladezustand wieder leer fährt und dann wieder einlagert. Also so wäre es optimal. Die Kosten einer Akkuladung sind definitiv abhängig von der Kapazität. Eine Kilowattstunde kostet aktuell um die 29 Cent und genau, wenn man jetzt eine 500-Wattstunden Batterie hat, ist man da bei den 14,5 Cent. Bei kleineren Batterien oder größeren natürlich dann der dementsprechende Prozentsatz. Ob integriert oder wechselbarer Akku hängt natürlich von den Vorlieben ab und von dem Anwendungsbereich definitiv. Ein integrierter Akku ermöglicht dem Radhersteller, einen leichteren Rahmen zu bauen, weil einfach ja, die Wandstärken nochmal geringer sein können, wenn es jetzt eine Öffnung im Unterrohr sein muss, wo die Batterie entnehmbar sein soll. Sind dementsprechende Wandstärken nötig, um auch die richtige Steifigkeit zu erlangen. Ein integrierter Akku hat definitiv den Vorteil in der Optik. Man kann schönere Unterrohre bauen und es ist, wie gesagt, eine geringere Wandstärke beim Unterrohr nötig, wodurch der ganze Rahmen einfach leichter werden kann. Der Nachteil von einem integrierten Akku ist natürlich, dass man sein Rad auch nicht mal ohne Akku fahren kann, und dass ich mein Rad immer mit in die Wohnung nehmen muss, wenn ich es aufladen will. Das sind sicherlich die größten Nachteile eines integrierten Akkus. Grundsätzlich ein E-Bike-Akku, wie jeder andere Akku, super sicher, wenn er in den Handel kommt. Bereits im Entwicklungsprozess werden wahnsinnig viele Tests durchlaufen und speziell vor der Auslieferung werden natürlich jede Akkus auch auf alle Themen getestet. Sollte man jetzt aber einen Sturz haben mit einem Akku oder ja, bei dem Sturz den Akku beschädigen, sollte man auf jeden Fall eine Werkstatt aufsuchen und das einfach nochmal überprüfen lassen, weil hier kann es dann gefährlich werden. Öffentliche E-Bike-Ladestationen gibt es definitiv. Es gibt auch schon ein paar Webseiten, die einem die Ladestationen in der Umgebung aufzeigen. Am besten ist es aber, wenn man sein eigenes Ladegerät dabei hat und gegebenenfalls sich irgendwo eine Steckdose sucht und da Energie für zwischendurch tankt. Wie oft ich meinen Akku laden kann, hängt von der verwendeten Zelle ab und speziell von der Ladehandhabung des Nutzers. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ein Akku nach 500 Ladezyklen noch 60% seiner vorherigen Kapazität haben muss. Welche Akkuposition die beste ist, hängt wieder stark vom Einsatzzweck ab. Jetzt speziell ein Mountainbiker will oft einen tiefen Schwerpunkt haben. Deswegen bietet sich die Integration einer Batterie im Unterrohr an, weil der Schwerpunkt einfach an der richtigen Stelle sitzt und ziemlich tief sitzt. Ist aber natürlich nicht für jedermann nötig. Also genauso ein Akku im Gepäckträger oder hinten am Sattelrohr ist auch eine gute Lösung. Kommt aber wirklich darauf an, welcher Anwendungszweck und was für muss der Akku schnell entnehmbar sein oder nicht. Das sind sicher die entscheidenden Punkte dafür.